Moin Moin und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Wir spielen weiter A Plague's Tale. Und letztens sind wir hier gescheitert, dieses Mal nicht, denn wir können die Rattenplage ja auch so auslösen, indem wir das Ding gleich schon mal runterhauen. Und dann die beiden Ratten da unten schon mal gefressen. So, die sind schon mal weg. Gut, also die beiden haben wir schon mal erledigt. Das ist die Frage, wie wir die anderen da erledigen können. Ich glaube, ihn hier hinten könnten wir mit Devorantis erledigen. Oh, warte mal, hier können wir es einsammeln. Das machen wir nochmal. Zack. Zack. Na los. Das ihn können wir, glaube ich, so erledigen. Gleich auf Steine geht wieder. So, ist ja auch erledigt. Hier drüben ist auch noch einer. Den können wir doch hier reinlocken, oder nicht? Klappt das? Probieren wir es mal. Wenn er da reingeht und man dann vielleicht die... ihn dann vielleicht die diese Öllampe, die er hat, da aushaut. Mal gucken, ob das klappt. Hört er es da? Oh Mist. Er ist zu weit. Hey, wach auf. Wer ist da? Du wirst diesen Tag noch verfluchen. Oh. Das war jetzt nicht so gut. Aber vielleicht. Oh. Hier, Eindringlinge. Shit. Shit, shit, shit. So, da haben wir aber Glück gehabt. Okay, alle erledigt? Perfekt. So, können wir hier noch was einsammeln bei ihm? Er hat nichts fallen gelassen. Aber hier hinten vielleicht, hier liegt noch was. Achso. Da. Das, was wir so brauchen, ne? Hier hinten war auch noch irgendwas, ne? Kann ich auch noch einsammeln oder kommen die hier raus, die Ratten? Ich glaube nicht. Nee, war gar nichts mehr. Okay. Gut. Das war doch super. Das ging doch relativ einfach. Ich habe jetzt irgendwie viel schwieriger im Kopf gehabt. Aber das ging doch nochmal 1A. Ja, endlich. Okay, die gehen da gerade rein. Was zum Teufel machen die da? Das würde ich auch gerne wissen. Oh. Ich dachte wirklich, ich hau einem der Alchemisten eine rein. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Der Großinquisitor soll ziemlich krank aussehen. Aber jetzt? Wie viele Ketzer haben ihn bereits den Rücken gekehrt? Okay, wie kommen wir hier längs, ohne dass wir gesehen werden? Wahrscheinlich da hinten rein, ne? Kann er uns sehen da? Nö. Warte mal, wir versuchen mal was. Was endlich? Ich dachte schon, ich... Oh. Wow! Okay. So war das nicht geplant, aber es klappt ja trotzdem anscheinend. Heieiei. Ein Schachbrett. Das könnte Lukas gefallen. Ja,
Das freue ich mich doch, dass ich das Ganze für ein beschissenes Schachbrett riskiert habe. Das war mein Leben. So, da drüben müssen wir, glaube ich, nicht kalt machen. Wir können auch hier reingehen. Aber das ist so eine Alchemistenbude. Da könnte man auch irgendwie Sachen rausholen wahrscheinlich. Aus dem Wagen, behaupte ich mal. Da kommen wir jetzt gar nicht rein. Okay. Ne, wir gehen hinter die Tür rein. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Sieht auch schon gut aus. Oh, nächstes Kapitel. Kapitel 10. Der Weg der Rosen. Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Wir gehen kurz mal zurück. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Die werden wir schon finden. Hier ist nichts. Gut. Stoff schon mal gefunden, das ist doch gut. Ich schleich mal lieber. Ich lasse mich gleich schon hören, wenn ich hier rumrenne. Tür aufmachen? Kann man. Ja, aber wir gehen. Ach, das ist die Frage jetzt, wo wir längs müssen, ne? Hm. Wir gehen trotzdem erstmal hier nochmal längs. Liegt ja auch was. Okay. Nicht so leicht hier alles irgendwie zu sehen. Hier ist, das brauchen wir nicht. Wo geht's denn hier rein? Ja, erstmal hier rein. Verschlossen. Okay. Okay, alles so. Zumindest können wir hier mal reingehen. Riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Die haben sie wahrscheinlich verbrannt auf irgendeinem Scheiterhaufen. Obwohl, na, die Alchemisten wahrscheinlich eher nicht, aber. Huch, ist noch eine Tür. Können wir da rein? Ne. Ist wirklich groß hier, ne? Obwohl, ich schleiche jetzt nicht. Ist ja irgendwie Quatsch. Da kommen wir auch nicht raus. Dann laufen wir in die andere Richtung. Schade um diese ganze Bibliothek, wenn alles irgendwie verschwunden ist. Da, die Banner. Blumen. Ja, das sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Okay, bin ganz aufgeregt und habe eine ganz hohe Stimme. So. Wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Hab aufgehört zu zählen. Verdammt. Ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Jetzt kommt der Großinquisitor persönlich, um uns zu helfen. Das wird ein Spektakel. Also einer ist weg, würde ich sagen. Dann können wir ihn noch hier niedermetzeln, oder nicht? Okay. Ich laufe ein bisschen hier rum, um zu sehen, ob ich noch irgendwelche Ressourcen finde oder so. Weil die bräuchten wir ja auch irgendwie, ne? Ist aber nichts. Ja, was war eingelassen hier? Und mehr. Liegt eigentlich gar nichts, ne? Da. Ich denke, wir schieben. Wir sollen schon gleich irgendwas hin her schieben, aber ich dachte, vielleicht finde ich noch irgendwas, was hier so ein bisschen rumliegt, was man gebrauchen kann. Hier jetzt hinten zum Beispiel. Schwebel haben wir also genug. Ah, müssen wir da hinschieben, okay. Kriegen wir hin. Also ist ganz komisch zu steuern, das Ding. Ja, hoch da. Lass mal gucken, ob wir hier was finden, was wir gebrauchen können. Wollen wir hier auf der anderen Seite schauen, bevor wir durch die Tür gehen.
Wenn wir durch die Tür können, ist die Frage. Aber das ist auf jeden Fall eine Truhe, das ist schon mal gut. Ah, da auch noch. Gut. Alkohol. Ah, herrlich. Hier ist rein. Und Alchemist, habt ihr genug Bücher oder soll ich euch noch mehr beschaffen? Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Das ist alles nur heidnisches Zeug. Das Sanguinis Itinerat ist ein heiliges Buch, das darin enthalten ist, recht zu uns alle retten. Sucht weiter und halt okay, zwei. Das Buch, das Sanguinis Itinerar. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Okay, ist die Frage, wie wir die platt machen können alle. Okay, wir müssen uns was überlegen hier. Noch mehr von diesen. Kurz warten. Ich hoffe, er sieht mich hier nicht. Dann betäuben wir ihn auch gleich, sobald er nach hinten geht. Hoffe ich zumindest, dass wir es können. Aber ich denke schon. Ganzen Kram, den du hast da, brauchst du eher das nicht. Achso, können wir auch noch einsammeln von ihm. Und hiervon auch. Perfekt. Und wir machen gleich nochmal so ein Schlafmittel hier. Nur, dass wir es haben. Wir brauchen uns eine andere Sache. Aber hier liegt das Buch, glaube ich, nicht vergraben, oder? Ich kann es zumindest nicht sehen. Also würde ich mal behaupten... Keine Ratten. Merkwürdig. Aber das ist das Zeug, was wir brauchen von den Ratten, um die wegzubekommen. Hier können wir einsammeln. Okay. Und hier reingehen. Wenigstens kommen die verfluchten Ratten. Das sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Okay. Einer da und einer da. Okay, das könnte natürlich schon kompliziert werden, obwohl... Ich sag's dir. Das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Ja, mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir, die Kerle sind mir nicht geheuer. Vielleicht können wir auch dran vorbeischleichen, ohne ihn zu killen. Da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Ich dachte, er geht doch mal wieder woanders hin. Macht aber anscheinend nicht. Ich muss die Wachen loswerden, damit ich vorbei kann. Okay, wie werden wir sie los? Klappt das ja trotzdem so, pass mal auf. Ihn schnappen wir jetzt auch so vielleicht. Wollt ihr schon Geräusche machen? Hat mich schon gewundert, dass die das nicht gehört haben, gegenseitig, ne? Und da hinten sind die Ratten. Okay. Die brauchen wir jetzt nicht, aber wir sammeln den Kram ein. Da sind sie ja. Na okay, ich hätte die Ratten wahrscheinlich auch hier rausbringen können. Indem ich die beiden in die Lichtquelle drehe, ja, stimmt. Habe ich natürlich nicht gemacht. Natürlich ein bisschen doof gewesen von mir. Ja, hätte man natürlich viel cooler was machen können, aber naja. Egal, so ist das. Die Frage, ob wir die Ratten brauchen. Wäre irgendwas noch hier. Alles dicht. Einsammeln. Dieses Ding. Wird es am Ende alles bedecken?
Na, vielleicht. Man weiß es nicht. Na los, beweg dich, Schmied. Hier wartet Arbeit auf dich. Okay, hier sind noch ganz schön viele. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Ein Gefangener. Wie haben die Ratten das nur geschafft? Wow. Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde. Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Oh, fick. Wie machen wir das denn jetzt? Da hinten sind die Viecher, okay. Aber wie kriegen wir die hier hin? Das ist ja viel zu viele Gegner hier. Schaffe ich ja niemals so einen Platz zu machen. Was machen wir? Ach doch, das geht doch. Cool. Warte mal. Durchsucht die Umgebung. Okay, es war dumm. Jemand greift uns an. Ich suche da drüben. Ja, okay, es war dumm. Oh, es war dumm. Moment. Was ist das? Aufgepasst, das ist hier. Ja, okay. Das war dumm. Okay, jetzt müssen wir anders lösen. Mal gucken, wie wir es lösen. Ich weiß noch nicht wie. Aber das, was ich gemacht habe, war dumm. Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde. Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Okay, wir müssen überlegen, wie wir das machen. Hier sind ja auch mehrere Wachen. Okay. Was kann man denn hier machen jetzt? Die sehen mich ja sofort. Aber wir müssen... Okay, ich muss sie ablenken. Okay. Hört? Sehen wir mal nach. Pass auf dich auf. Das war dumm. Tja, da ist nichts. Okay, er arbeitet da weiter. Gräbt da rum und der Typ steht da hinten. Nein, nichts. Gar nichts. Ah, jetzt weiß ich, wie wir es schaffen. Geil. Das wird ein Fressen für die. Wollen wir die einsammeln, aber wir können. Da hat sich was bewegt, glaube ich. Oh. Shit, das war dumm. Das war ja dumm von mir. Okay, aber die Idee war richtig. Die Umsetzung war nur verkehrt. Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde. Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Ich dachte, ich habe was gehört. Komm mir gleich wieder. Geh kein Risiko ein. Nichts. So, und jetzt müssen wir da was reinwerfen und die Lichtquelle dann wegmachen, oder? Anders geht's, glaube ich, nicht. Das machen wir jetzt auch. Was ist das?
So, die beiden sind schon mal erledigt. Okay, hier dürfen ja keine Ratten mehr hinkommen, oder? Eigentlich? Können wir doch hier durchgehen, oder nicht? Ich habe lange keine Rosen mehr gesehen. Hoffentlich bin ich nicht falsch abgebogen. Das hoffe ich auch. Das ist ein bisschen blöd. Noch ein paar Sachen. Gut. Hier liegen ja richtig viele Sachen. Und da ist auch eine Werkbank. Können wir noch vielleicht irgendwas machen? Herstellen. So, mal gucken, was wir machen können. Wow, wir können gar nichts machen. Schade, schade. Doch, da Herstellung können wir machen, ne? Okay, die brauchen wir jetzt nicht. Eigentlich brauchen wir Aufwertung. Aber da müssen wir noch ein paar Sachen mehr sammeln. Damit das hier irgendwie klappt. Gut. Wissen wir ja schon mal. Das haben wir alles noch, ne? Brauchen wir nicht mehr. Diese Tür hier, kann man die aufmachen? Nein. Okay, dann gehen wir erstmal hier die Treppe hoch. Gucken, wo wir hinkommen. Oh, das sieht schon gut aus. Hab ich wohl jemanden zur Ader gelassen. Über unseren jungen Ygote ruhen? Senior Nicholas ist weiterhin auf also, gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum, wie euch fernzuhalten. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benevent. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich! Das Episongus. Wie heißt du, Junge? Roderick. Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Begeht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort. Okay, da hängt sein Vater wohl. So, schnell, was machen wir denn jetzt? Ich darf sie nicht verlieren. Selbst wenn der Großinquisitor davon redet, deinen Nächsten zu retten, kannst du einfach nicht den Mund halten. Gib mir schnell runter hier. Roderick, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Sein Blut wird schwächer. Wie lange kann das Episanquis den Biss in Schach halten? Solange wie es ihm sein Glaube erlaubt. Was sollen wir so machen? Wollen wir die beiden tot machen? Oder machen wir das nicht? Ich teste mal. Da bist du ja. Haben wir die beide gekillt? Macht ja Sinn. Glaube ich. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas einsammeln können. Mehr ist hier nicht. Und so müssen wir hinten durch den Raum rein. Gehen wir mal hier durch. Da liegt auch noch was. Und dann müssen wir denen nur folgen.
noch was. Und das machen wir jetzt auch. Aber erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.